wie schön, dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und heute, in der heutigen Session, wollen wir uns unser Leben zurückholen. Und das hört sich jetzt vielleicht ziemlich pathetisch an, ist es aber nicht. Denn hast du schon mal beobachtet, was dich in deinem Leben zurückhält? Was ist es, das dich immer wieder in deinem Alltag, egal wie es läuft, an die gleichen Punkte bringt? Also Punkte von Verunsicherung, von Traurigkeit, von Hemmung. Ja, ganz oft ist es wahrscheinlich deine Vergangenheit. Denn deine Vergangenheit, die hat dich geformt. Auf dem Weg, den du bis hierhin, bis zu diesem Moment, jetzt gerade gegangen bist, hat dich der Weg, den du gegangen bist und die Dinge, die du erlebt hast und die du erfahren hast und die du gesehen hast, zu der Person gemacht, die du jetzt bist. Ja, da waren die Momente, die dich begeistert haben, die dich in ihren Bann gezogen haben, die dich inspiriert haben. Die Momente, die dich glücklich gemacht haben, die dich laut zum Lachen gebracht haben. Und auch heute, wenn du an sie denkst, musst du wahrscheinlich lächeln. Und da waren die Momente, in denen du Erfolge gefeiert hast, in denen du gejubelt hast. Und da waren die Momente der Begegnung. Ja, Begegnungen mit Menschen, mit denen du eine tiefe Verbindung eingehen konntest. Verbindungen geprägt von Verständnis, von Wertschätzung, von Respekt, von Freude und von Liebe. Und all diese Momente auf deinem Weg, die haben dich gestärkt. Die haben deine Welt ein Stückchen größer gemacht. Die haben die Linie deines Horizontes immer wieder ein kleines bisschen verschoben und deine Welt so immer wieder ein kleines bisschen größer und größer und größer gemacht. Ja, das waren die Momente, die dich gestärkt haben und die dich neugierig aufs Leben gemacht haben. Aber da waren auch die anderen Momente auf deinem Weg, die, in denen deine Pläne vielleicht nicht aufgegangen sind, die, in denen du hingefallen bist, die, in denen du das Gefühl hattest, etwas zu verlieren, die, in denen du gezweifelt hast, in denen du geweint hast, die, in denen du dich alleine gefühlt hast, die, in denen Menschen nicht wertschätzend mit dir umgegangen sind, sondern dich verletzt haben. Das waren die Momente auf deinem Weg, die dich verunsichert haben, die dich verängstigt haben, die Momente, wegen derer du dich ab und zu lieber zurückziehst, als raus in die Welt zu gehen. Die Momente, die dich vorsichtig gemacht haben und die dazu führen, dass du dich ab und zu eher für die Vorsicht statt für die Neugierde entscheidest. Ja, auch diese Momente sind Teil deines Weges, meines Weges, des Weges von uns allen. Ja, wir alle kennen diese Momente. Denn ja, auch diese Momente sind Teil unserer Geschichte. Und es ist okay. It's okay. Sie sind nichts Schlechtes. Im Endeffekt sind sie nämlich genau das, was wir aus ihnen machen. Sie sind das, was wir in ihnen sehen. Ja, die Bedeutung, die wir diesen Momenten geben, bestimmt, wie sie uns formen und auf unserem weiteren Weg begleiten. Die Bedeutung, die wir unserer Vergangenheit geben, jedem Moment unserer Vergangenheit, bestimmt, ob sie uns auf unserem weiteren Weg unterstützt, unsere Vergangenheit, oder ob sie immer wieder ein Hindernis sein wird. Die Bedeutung, die wir den einzelnen Momenten unserer Vergangenheit geben, die entscheidet letztendlich darüber, ob uns die Momente, auch die herausfordernden Momente von damals, uns heute immer noch Gegenwind ins Gesicht blasen oder ob sie uns heute vielleicht sogar
Rückenwind verleihen. Das Gute ist, dass ganz allein in deiner Hand liegt, wie du deine Vergangenheit bewertest. Du allein entscheidest, welche Bedeutung du deiner Vergangenheit gibst. Du allein schreibst das Drehbuch deiner Vergangenheit, ja, letztendlich deines Lebens, denn du bist der Regisseur deines Lebens. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen, das Drehbuch deiner Vergangenheit umzuschreiben. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Das machen wir jetzt in 3 Schritten. Wenn du jetzt gerade zu Hause bist und Ruhe hast, dann kannst du gerne deine Augen schließen für die Übung. Aber wenn du jetzt gerade unterwegs bist und deine Augen nicht schließen kannst, kein Problem. Kannst die Übung ganz genau so mitmachen, egal wo du gerade bist, egal was du gerade tust. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Tief einatmen und tief ausatmen. Und komm an bei dir. Verbinde dich mit dir. Und fühl in dich rein. Und jetzt, in dem Moment, in dem du in Verbindung mit dir stehst, frag dich, welches Gefühl holt dich immer wieder in deinem Alltag ein? Welches Gefühl legt sich wie ein übergroßer Schatten immer und immer wieder über deinen Weg? Ist es eine Angst, eine Traurigkeit oder eine Verunsicherung? Welches Gefühl ist es, das sich über die Jahre immer wieder oft ganz unbemerkt in deinen Alltag schleicht? Dich wie aus dem Nichts heimsucht und zweifeln lässt, dich ausbremst, dir deine Kräfte raubt, dich hemmt oder sogar lahmlegt. Fühl in dich rein und das Gefühl, das jetzt als erstes kommt, das ist das Richtige. Meist haben wir mehrere von diesen herausfordernden Emotionen, aber jetzt gerade ist das Gefühl, das du jetzt in diesem Moment spürst, das Richtige. Das, was jetzt gerade deine Aufmerksamkeit braucht. Und spür es. Erlaube dir, dieses Gefühl zuzulassen. Vielleicht ist da ein Gefühl von tiefer Traurigkeit oder herber Enttäuschung. Lass es zu. Lass es da sein. Vielleicht ist da eine Verunsicherung oder eine tiefe Scham. Und du willst jetzt am liebsten weglaufen vor diesem Gefühl und dich verstecken. Tu's nicht. Bleib da, bleib mutig und fühl da rein. Fühl die Angst, die jetzt vielleicht hochkommt. Du kannst es. Und du wirst merken, dass am Anfang das Gefühl vielleicht noch sehr intensiv ist und sehr aufwühlend. Aber umso länger du mit dem Gefühl bleibst, wirst du merken, dass es sich mehr und mehr beruhigt. Gefühle wollen in Motion sein. Daher auch der englische Begriff Emotion. Sie wollen sich bewegen, damit sie weiterziehen können, damit sie sich beruhigen können.
Und deshalb, egal was auch immer dein Gefühl ist, bleib bei ihm, bleib mit ihm. Du wirst merken, es wird sich beruhigen. Und wir kommen zu Schritt 2. Lass dein Gefühl seine Botschaft überbringen. Jetzt, wo nichts mehr zwischen dir und deinem Gefühl steht, kannst du ihm zuhören. Dein Gefühl möchte dir eine Botschaft überbringen. Und du kannst diese Botschaft ganz klar und deutlich hören. Jetzt, wo dein Gefühl sich beruhigt hat, ganz klar zu dir spricht. Ja, deine Traurigkeit, deine Scham, deine Angst, egal was dein Gefühl gerade ist, es ist dein Helfer, dein Freiheitshelfer. Es ist in deinem Leben, um dir zu zeigen, welcher Teil deiner Vergangenheit noch geheilt werden darf, damit er eben keine dunklen Schatten mehr wirft und dich nicht mehr einholt. Und dein Gefühl wird dich genau zu diesem Teil deiner Vergangenheit führen, zu diesem Moment. Erinnere dich jetzt an den Moment, an dem du deine Traurigkeit oder die Enttäuschung, die Verunsicherung, die Scham, was auch immer jetzt gerade dein Gefühl ist, ja, zum ersten Mal ganz intensiv gespürt hast. Geh in den Moment, in dem dieses Gefühl entstanden ist. Geh zu dem Teil deiner Vergangenheit. Und ja, es braucht Mut, dahin zu gehen, wo es weh tut. Und genau deshalb sind wir ja auch Meister da drin, diese alten Wunden und Erinnerungen ins hinterste Eck unseres Geistes wegzuschließen, 1000 Pflaster drauf zu kleben und zu glauben, das muss es jetzt tun. Aber um zu heilen, müssen wir Luft an alte Wunden lassen, an alte Erinnerungen. Also raus aus dem Versteck, alle Pflaster runter, damit die Wunde heilen kann. Deshalb geh jetzt in deine Erinnerung an diesen Moment der Vergangenheit, in dem diese Verletzung entstanden ist. Wo warst du in diesem Moment? Wann war dieser Moment? Liegt er vielleicht schon viele, viele Jahre zurück oder erst ein paar Tage? Was ist passiert? Geh noch ein Stückchen tiefer rein in deine Erinnerung. Wer war bei dir? Wie hast du dich damals gefühlt? Hol dir die Erinnerung an diesen Teil deiner Vergangenheit noch ein Stückchen näher. Was genau ist passiert? Wie sah der Ort aus? Dieser Ort der Vergangenheit. Schau dich dort ganz in Ruhe um. Und jetzt kommen wir zu Schritt 3. Denn jetzt schreibst du das Drehbuch deiner Vergangenheit neu. Denn egal, was damals passiert ist, du allein bestimmst, welche Bedeutung du ihm heute zuschreibst. Und auch du alleine bestimmst, welche Rolle du dir selbst zuschreibst. Gib dir nicht länger die Nebenrolle des Opfers oder der Hilflosen. Diese Rolle wird dir nicht gerecht. Du bist kein Statist. Nein. Du bist der Regisseur,
du bist die Person, die das Drehbuch deines Lebens schreibt. Vielleicht hast du damals etwas in deinem Leben verloren. Vielleicht war da ein Partner oder ein Freund, der dich verlassen hat. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Vielleicht hat dich dieser Verlust tief erschüttert und du hast dich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Vielleicht hast du versucht festzuhalten, was festzuhalten geht, weil du Angst, so viel Angst vor dem Verlust hattest. Ganz egal, was auch passiert ist, du hast damals eine Rolle eingenommen. Vielleicht die verlassene Rolle, die gescheiterte Rolle, die ängstliche Rolle, die verunsicherte Rolle, die einsame Rolle. Diese Rolle hast du bis heute weitergelebt. Dabei ist es niemals deine Rolle gewesen. Diese Rolle war nie deine. Deshalb leg sie heute ab. Leg sie jetzt ab. Leg sie jetzt ab. Und schreib deine Geschichte neu. Gib diesem herausfordernden Moment deiner Vergangenheit, in dem du eben in deiner Erinnerung gereist bist, eine neue Bedeutung. Und schreib dadurch deine Geschichte neu. Deine Geschichte, deine wahre Geschichte. Die Geschichte eines Menschen, der dankbar ist für all die Dinge, die nicht so passiert sind wie geplant, die nicht so eingetreten sind wie gewünscht. Schreib die Geschichte eines Menschen, der damals in dem herausfordernden Moment nichts verloren hat, im Gegenteil, sondern in dessen Leben damals Platz gemacht wurde, damit er sich entfalten kann. Schreib die Geschichte eines Menschen, in dessen Leben auf einmal Raum entstanden ist, von dem er nicht mal wusste, dass er existiert. Schreib die Geschichte eines Menschen, der sich selbst erlaubt, diesen Raum voll auszuschöpfen. Schreib die Geschichte eines Menschen, der den Mut hat, die neuen Möglichkeiten, die ihm geschenkt wurden, zu erkennen und zu nutzen. Die Geschichte eines Menschen, der den Mut hat, seine Träume zu ändern, der den Mut hat, seine Ziele zu ändern. Schreib die Geschichte eines Menschen, der neue Wege beschreitet, wenn alte zur Sackgasse werden. Die Geschichte eines Menschen, der sein Herz nie verschließt, auch wenn es schon verletzt wurde, der den Mut hat, immer wieder neue Menschen in sein Leben zu lassen. Schreib die Geschichte eines Menschen, der keine Angst hat. Weder damals noch heute, weil er weiß, dass er niemals etwas zu verlieren hat. Im Gegenteil, weil er weiß, dass seine Welt mit jeder Erfahrung noch ein Stückchen größer wird und sich sein Horizont noch ein Stückchen weiter verschiebt. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Du würdest mir ein riesengroßes Geschenk machen, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Würdest du mir einen riesengroßen Gefallen mit tun. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.